Hallihallo aus Dresden. Ich begrüße euch ganz herzlich hier vom Dresdner Hauptbahnhof von der Baureihe 101. Hier vorne steht sie schon. Lok 001-5. Dieser Rheingold-Lackierung von meinem guten Freund, dem Cat Gaming, aus dem Creators Club. Wir fahren in Intercity und ich würde sagen, wir steigen ein, rüsten auf und zum Rest gleich mehr. Einmal Fahrtrichtungswenden, Vorwärtsstellung und Türen auf der rechten Seite auf, denn wir müssen jetzt eigentlich auch schon direkt abfahren. Daher machen wir uns auch abfahrbereit, Bremsschlüssel aufgesperrt, Bremsen noch kurz angezogen, PZB und LZB machen wir uns einmal an mit Steuerung Enter, drehen uns nach hinten, einmal zwischendurch Luft holen, Signal leuchten auf Spitzensignale, den Rest lassen wir so, wie er ist. PZB-Modus O, hervorragend, SIFA lassen wir aus, machen uns die Scheibenwischer an, denn es ist am Schneien, wie man unschwer erkennen kann. Und dann müssen wir jetzt gleich eigentlich schon los. AFB an. So, hervorragend. AFB ist auf 40 gestellt. Wir dürfen die Türen jetzt gleich schließen. Warten wir noch, bis der Balken hier oben zu Ende gelaufen ist. Und jetzt können wir die Türen zumachen. So, Türen sind zugefallen. Dann einmal die Bremsen lösen. Leistung aufschalten. Und abfahren. Haben wir die Spitzensignale an? Jawohl, sind an. Schauen, dass wir nicht zu viel Leistung aufschalten, dass wir nicht in den Radschlupf kommen. Das passiert mit der 101 sehr, sehr schnell. Ja, die 101 fährt toll auf trockenen Verhältnissen, aber sobald es einmal ein bisschen nass und rutschig wird, ist das mit der 101 schwierig. So, wir befreien uns und gehen hoch auf die 60. Und fahren aus hier aus Dresden. Das ist hier unser Wagenpark, Intercity-Wagen. Ansonsten haben wir im Dresdner Hauptbahnhof noch Regionalexpresse stehen und sonst gerade nicht so viel. Wir bleiben allerdings jetzt erstmal hier fokussiert auf die Strecke, denn vermutlich kommt noch das ein oder andere Signal, das bestätigt werden möchte, so wie das hier. Okay, das passt aber soweit. Hervorragend, da war jetzt kein aktiver 1000-Hertz-Magnet. Dann ist ja alles soweit so gut. Nächster Halt ist Dresden-Neustadt. Sind übrigens ganz normal hier unterwegs heute im Fahrplan. Keine Besonderheiten, szenariotechnisch gesehen. Aber ich hatte mal wieder Lust auf Dresden-Riesa, ich hatte mal wieder Lust auf Baureihe 101 und das ist doch, wenn man so möchte, sind das zwei Fliegen mit einer Klatsche. So, nach wie vor nur 60, mit dem wir fahren dürfen. Bin total froh, dass ich mir die Mod runtergeladen habe, die die Signale, die Beleuchtung der Signale, die Visuals, die visuellen Effekte der Signale verändert hat und angepasst hat. Das sieht so viel schöner aus als vorher. Das ist übrigens bei britischen Strecken nochmal um einiges hübscher. Da ist es nämlich, ist es explizit angepasst für britische Signale. Aber auch unsere Signale, die wir jetzt hier auf deutschen Strecken haben, auch die profitieren davon. Vom guten London Midland. Die Mod findet ihr auf Trainsim Community. Geht für TSW 4 und ich glaube auch für TSW 3 gab es die Mod auch schon. Absolut empfehlenswert. Ah, wir dürfen 80 fahren, ganz vollkommen übersehen. Jetzt sind wir vermutlich schon ein bisschen spät dran. Ja, sind wir. Da sind wir schon in den Radschlupf geraten. Man hat es ganz kurz gehört. Ich vermisse sehr die Soundmod für die 101. Das war wirklich eine hervorragende Mod. Die gab es ja für TSW 3. Für TSW 4 ist die leider bisher noch nicht gekommen. Ich hoffe sehr, dass das noch irgendwann nachgeholt wird.
denn das hat das Fahrerlebnis um einiges gebessert. Ich finde, die 101 klingt so schon eigentlich ganz annehmbar. Aber wenn man dann die Zoutmod hatte, dann ist das nochmal was anderes gewesen. Schön einmal hier an der Altstadt von Dresden vorbei. Wundervoll sieht das aus. Eine tolle Stadt und da vorne ist Neustadt. Einmal Leistung auf 0 gesetzt. Irgendwie ist performance-technisch ein bisschen schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht am Schneefall liegen könnte. Ich habe gerade so ein bisschen das Verlangen danach, einfach den Schneefall auszustellen. Ups, das wollte ich nicht. Falsche Tastenkombination. Und wir halten einmal an. Ja, wisst ihr was? Ich gehe mal ganz kurz in die Umgebungsvariablen und nehme mal den Niederschlag raus. Machen uns einmal ganz kurz die Scheibenwischer nochmal an. Und wieder aus. Ja, lassen wir das lieber so. Schön, Dosto fährt gerade ein. Hier steht schon ein Intercity, nur 101. Und wir dürfen die Türen verriegeln. Und jetzt muss ich mal an dieser Stelle, ich glaube, einmal ein Foto machen, weil ich es doch ganz hübsch finde. Hier so mit dem Bahnhof im Hintergrund. So. Das sieht doch ganz schön aus, soweit. Ich habe es mir erlaubt, so ein bis zweimal pro Fahrt dann doch nochmal ein Foto zu machen. Alleine, weil ich ein Thumbnail brauche für die Videos. So. Sichtfeld können wir noch ein bisschen, glaube ich, verkleinern. Genau. Hervorragend. Können wir noch hier was umstellen? Schauen wir mal. Ein bisschen die Beleuchtung vielleicht noch hoch. Jawohl. Ja, das sieht doch sehr hübsch aus. Hervorragend. Gut. Dann Bremsen lösen. Und langsam Leistung aufschalten. Ich nutze mal den Sander mit dazu. Geht auch mit der Taste X. Fahrzeit von ungefähr einer halben Stunde. Heute vielleicht 2-3 Minuten länger, mal schauen. Sehr schön, 143 kommt vorbei. Mit Containerwagen. Langer, langer Zug. Ui, aber ein sehr langer Zug. So muss das. Wahnsinn. So. Wir dürfen mit 80 ausfahren. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Riesa, wo unser zweiter und letzter Halt heute ist. Der Intercity fährt dann weiter nach Köln. Natürlich nicht direkt, sondern mit Zwischenhalten, das ist klar. Sehr schön, 146 mit Dostos. Eigentlich ist, glaube ich, hier im Raum Dresden von der VVO werden, glaube ich, 146 Nuller oder 146 Einser eingesetzt. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber da wir die leider nicht im Spiel haben, werden halt stattdessen die 146 2 Loks eingesetzt. Die auch mit der Strecke Dresden-Riesa übrigens dazukommen. 160 dürfen wir fahren. Einmal den Fahrschalter auf 0 gestellt. AFB schon mal durchgedrückt. Und dann dürfen wir jetzt mal so langsam Leistung aufschalten. Und spätestens jetzt dürfen wir auch die 160 fahren. Ja. Also es ist wirklich bei den Verhältnissen kommt man sehr, sehr, sehr schnell in den Radschlupf.
Also Radschlupf heißt im Grunde genommen, dass die Räder durchdrehen, was dadurch passiert, dass die Lok mehr Traktion oder praktisch zu wenig Traktion hat und mehr Energie über die Räder an die Schiene, auf die Schiene übertragen möchte, als die Räder es in diesem Augenblick können. Um es mal, also es ist jetzt keine wissenschaftlich korrekte Erklärung, ne, aber es geht letztlich darum, dass die Lok mehr Power hat, als sie diese Power dann wiederum als Traktion auf der Schiene umsetzen kann. Und dadurch entsteht halt Radschlupf, das dann an diesen Stellen blockiert wird, beziehungsweise die Räder dann durchdrehen. Und das wollen wir nicht, weil das führt am Ende zu Materialschaden. Unter anderem können dadurch auch Flachstellen entstehen. Und das wollen wir aus verschiedenen Gründen nicht, unter anderem, weil es dazu führen könnte, dass vielleicht unser Zuglauf dann ausfällt, dass unsere Lok erstmal in die Werkstatt muss, dass sie vielleicht an anderen Stellen dann fehlt, dass weitere Züge ausfallen müssen, so ein Ersatz, Räder, Eisenbahnräder ist auch übrigens nicht günstig. Da gehen schon ein paar Monatsgehältern von Normalos drauf. Dementsprechend versuchen wir da selbstverständlich möglichst schonend zu fahren. So, musste mir kurz meine Nase einmal putzen. Hab das Mikro kurz stumm geschaltet in dem Augenblick 143 hier. Ein Talent steht hier. Ja, was übrigens seit einiger Zeit ja als Update mit dabei ist, ist hier oben rechts dieser Streckenmonitor. Der wurde geupdatet, sodass je schneller man fährt, umso größere Distanzen angezeigt werden. Also hier sehen wir eine Distanz von 3,9 Kilometern, die stellt halt dieser Balken hier dar. Wobei ich finde, dass man hier dieses Feld, wo Distance draufsteht, das kann man auch eigentlich weglassen, weil das ist ja eigentlich meines Erachtens ziemlich leicht zu verstehen, dass es darum geht. Sehr schön, eine fliegende Überholung. Das war die S1 nach Meißen. Da ist jetzt übrigens ein Intercity Repaint, das ich mir mal für ein Szenario runtergeladen habe. Und das spawnt halt randomly rein in den Fahrplan. Das heißt also, dass eben dann auch mal Zugformationen entstehen können, wo dann eben auch mal so ein Intercity-Wagen damit zwischendurch drin ist. Ist natürlich nicht ganz so ideal und realistisch, aber hatte mir jetzt nicht extra die Mühe gemacht, das Repaint wieder rauszunehmen, weil es eigentlich ja ganz hübsch ist. Aber ja. Nur um das mal kurz zu erklären, warum hier Intercity-Formationen zwischendurch drin sind. Ankündigung auf 130. Gucken wir mal, dass wir das vielleicht nicht nur mit der E-Bremse machen, sondern auch mit der Zugbremse, weil ich ein bisschen Angst habe, dass hier nicht irgendwo ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt kommt. So. Auch wirklich super viel los hier. Uns sind schon so viele Züge begegnet und da muss ich sagen, Dresden-Riesa schätze ich dafür immer und immer wieder, weil es einfach eine fantastisch gute Strecke ist. Also optisch schon eine unfassbar schöne Strecke. Und der Fahrplan sucht wirklich seinesgleichen. Da muss ich wirklich sagen, Dresden-Riesa Fahrplan 10 von 10. Ich glaube, der neue Köln-Aachen Fahrplan wird auch eine 10 von 10 werden. Und Bremen-Oldenburg ist auch schon sehr weit oben. Vielleicht eine 9 von 10 würde ich schon geben, so für den Fahrplan. Da wünscht man sich dann natürlich
gerne mehr von solchen pickepackevollen, aber realistischen Fahrplänen. Aber das ist halt eben nicht immer realistisch für jede Strecke. Das ist halt leider so ein bisschen das Traurige an der Sache. Dass halt eben so auf einer Strecke wie der Maintalbahn, da ist halt einfach nicht viel los. Was soll denn da groß auf der Maintalbahn geschehen? Ja, das ist halt einfach größtenteils eingleisig. Und alle Äonen Jahre kommt da einem mal ein Zug entgegen. Das ist halt der Realität dann am Ende geschuldet. Gleichzeitig, wenn man dann so einen Fahrplan hat wie, oder eine Strecke hat wie Hauptstrecke Rhein-Ruhr und weiß, ja, okay, da ist das in Realität auch wirklich, da ist unfassbar viel los zu, im Grunde genommen, also egal, wo man sich auf der Strecke befindet, man kann eigentlich immer irgendwo gerade einen Zug an einem vorbeifahren sehen, gefühlt. In Realität zumindest. Und das ist zwar schon ganz okay umgesetzt im aktuellen Fahrplan von Hauptstrecke Rhein-Ruhr, aber das geht definitiv besser. So, ich glaube, die Sonne erblickt hier gerade so ein bisschen. Oh Leute, sieht das schön aus. Eieieiei. Das sieht wirklich unfassbar schön aus. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier meinen Monolog mal abbrechen und dann doch nochmal monieren, dass das sehr, sehr schön aussieht. Dynamisches Wetter ist an. Also es kann auch sein, dass es wieder anfängt zu regnen, obwohl ich den Regen bzw. den Schnee wieder rausgenommen habe. Aber dementsprechend, die Wolkendecke ist gerade so ein bisschen weniger verhangen, ein bisschen weniger dicht. Dementsprechend zeigt sich jetzt gerade hier die abendliche Sonne. Also was ist abendlich? Es ist gerade mal 15.40 Uhr, aber ihr kennt das aktuell im Dezember. Da wird es halt einfach sehr, sehr schnell sehr dunkel. So, 140 waren angekündigt. Und auf die beschleunigen wir natürlich runter. Also was heißt beschleunigen runter? Das ist falsch formuliert. Auf die Geschwindigkeit senken wir unsere herab. Genauso wie auf die 120, die jetzt vorsignalisiert sind. Und das haben wir jetzt erledigt. So, das war es auch fast schon mit der Sonne. Jetzt ist es doch schon wieder ein bisschen farbloser geworden. Toll, es macht wirklich immer und immer wieder Spaß, die Strecke Dresden-Riesa. Da muss ich wirklich sagen, ich halte mich ja oft sehr zurück, was so Kaufempfehlungen und so solche Sachen angeht. Aber ich muss wirklich sagen, Dresden-Riesa ist für jeden, hat für jeden was. Ich glaube, selbst rangieren kann man auf Dresden-Riesa, zumindest so ein bisschen, meine ich. Ja doch, auf jeden Fall kann man rangieren, da wo dieses Chemiewerk ist. Also selbst das kann man. Man kann Nahverkehr, man kann Fernverkehr fahren, ICEs, Intercities. Man kann Güterzüge fahren, kurze Güterzüge, lange Güterzüge. Man kann rangieren, man kann wirklich alles Mögliche hier machen. Und man bekommt jede Menge Rollmaterial mit der Strecke. Und wenn man den Vectron hat und noch die Baureihe 101... dann hat man sogar noch mehr im Fahrplan zu tun. Also es ist wirklich, die Strecke bietet einem von vorne bis hinten unfassbar viel. Von daher, falls sich irgendjemand überlegt, sich noch eine Strecke zu holen oder so, Hauptstrecke Rhein-Ruhr ist es. Ich dachte, da hat ein Wagen gefehlt aus irgendwelchen Gründen, aber das war einfach nur ein unbeladener Wagen. Sehr schön, also auch so ein bisschen Abwechslung in den Güterzügen, dass sie nicht einfach nur alle identisch aussehen, also genau die gleichen Wagentypen, sondern auch ein bisschen gemischt sind und auch mal ein beladener und auch mal ein unbeladener dazwischen ist. Toll. Ein bisschen windig ist es geworden, wir sehen es hier an den Schneeverwehungen, die uns so ein bisschen ins Gesicht auf die Windschutzscheibe hinaufprasseln. Eigentlich wäre es schön, einfach weil halt überall hier Schnee liegt, dass so ein bisschen hier auf der Windschutzscheibe immer mal wieder so ein paar Schneeflöckchen doch noch draufkommen. Auch wenn wir eigentlich den Schnee
Fall den Niederschlag ausgeschaltet haben, aber es ist ja nicht ganz unrealistisch, dass trotzdem bei diesen Verwehungen nicht die ein oder anderen Schneeflocken doch nochmal auf die Scheibe draufkommen. Aber das ist ehrlicherweise auch so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau gerade. Wir können uns mal kurz das Repaint angucken. Wie gesagt, von meinem guten Freund, dem Train, ich wollte gerade sagen, dem Train Gamer, das stimmt gar nicht, dem Cat Gaming, so. Nicht der Train Gamer, der macht keine Repaints, liebe Grüße. Macht tolle Videos, gerne vorbeigucken. Ja. Also schön hier mit diesen ganzen Anschriften, den Details hier. Sehr, sehr gut. Und hier natürlich unsere Intercity-Wagen, die kennen wir. Oh, ich glaube, unsere Fahrgäste sitzen im Dunkeln. Zuglichter an. Ja, schon besser. Was ist das? Okay, das ist nur ein R. Schön, schön, schön. Okay, ah, wir dürfen 160 fahren. Hervorragend. 19 Kilometer haben wir noch vor uns. Das R als Richtungsanzeiger steht für Riesa. Schön. Auch so schöne Lichtverhältnisse, muss ich sagen. Jetzt gerade so, das ist irgendwie eine ganz gemütliche Fahrt. Es ist so ein bisschen sonnig, so ganz, ganz leicht scheint noch die Sonne durch. Aber es ist halt noch hell. Es ist kalt. Wir sitzen in unserem beheizten Führerstand. Und genießen ja einfach diese Fahrt mit unserer 101. Das Einzige, was man machen kann mit einer 101, die Fahrt genießen. Ein kurzer Intercity 7 Wagen. Ich weiß nicht genau, ob das vielleicht Kurswagen sind in irgendeiner Form. Ich kenne mich jetzt mit dem genauen Zuglauf nicht aus vom Intercity. Hier ist aber auch keine Zugnummer beziehungsweise Liniennummer. Was ich mich frage ist, also erstmal müssen wir auf 130 runter.
Was ich mich frage, ist, was auf den Monitoren in den Wagen drin steht, eigentlich so, ob da Zwischenziele mit eingeblendet sind oder nicht. Das ist ja manchmal der Fall und manchmal nicht. Immer so ein bisschen so ein Glückstreffer. Aber das können wir jetzt gerade natürlich aus der Fahrt heraus nicht sehen. Zwölf Kilometer haben wir noch. Und eine Ankündigung auf 120. Das können wir mit der E-Bremse machen. Einmal die rein. Bisschen sanden. Und E-Bremse wieder auslösen. Ja, bisschen noch. So. AFB runterstellen auf die 120 und wieder Leistung aufschalten. Wir wollen ja versuchen, unseren Fahrgästen ein möglichst angenehmes Fahren zu bieten. Dass denen nicht der Kaffee aus dem Bordrestaurant, das nicht existiert, dass sie den verschütten. Das wollen wir ja nicht. Oder, gut, ne, es gibt ja kein Bordrestaurant, aber ihr kennt die Fahrgäste, ne, ihr kennt sie alle. Da ist dann auch mal irgendjemand dabei, der packt dann hier seinen, seine Tupperdose aus und da sind dann natürlich hartgekochte Eier drin und dann wird das da draufgelegt aufs Brot und dann kommt noch irgendwie, weiß ich nicht, ein Beefy hinterher und ach, schlimm, schlimm, schlimm. Dann werden noch die Schuhe ausgezogen. Wobei das im Winter, glaube ich, seltener passiert. Aber ja, also ich kann Schuhe ausziehen auf so, das ist ein kritisches Thema, Schuhe ausziehen. Das würde mich sehr interessieren, wie ihr das so seht. Also ich finde, Schuhe ausziehen in Regionalzügen geht gar nicht, überhaupt gar nicht. Auf Fernverkehrsfahrten finde ich, wenn man wirklich lange unterwegs ist, und lang ist jetzt nicht irgendwie von Bremen nach Oldenburg, sondern von Hamburg nach München oder so, dann finde ich, kann man, wenn es in dem Wagen, in dem Waggon, in dem man gerade ist, nicht extremst voll ist und vielleicht sogar, wenn man keinen direkten Sitznachbar oder eine Sitznachbarin hat, kann man, finde ich, die Schuhe mal zwischendurch ausziehen, sofern man keine Käsefüße hat. Aber so Käsefüße im Intercity-Wagen, uff, das ist schlimm. Das ist, glaube ich, ein Titel gefunden für die heutige Folge, Käsefüße im Intercity-Wagen. Schreibe ich mir mal auf. Gefällt mir. Käsefüße im Intercity. Also ich finde, dann sollte man das nicht machen. Aber wenn man jetzt weiß, okay, meine Füße riechen jetzt nicht so extremst, ich bin jetzt nicht gerade einen Marathon gelaufen, dann kann man vielleicht unter Umständen die Schuhe ausziehen. Aber nur, wenn man merkt, dass das irgendwie sozial in gewisser Form akzeptabel ist und man nicht dafür hart gejudged wird. Aber wenn der Zug wirklich voll ist, dann finde ich es schwierig. Dann sollte man das nicht machen. Aber okay, Schuhe ausziehen ist die eine Sache. Die meisten haben ja dann wenigstens Socken an. Da gibt es dann einige Spezialistinnen, die haben dann auch keine Socken, also das ist dann im Sommer, ne, wenn dann irgendwie Leute mit ihren Sandalen oder sowas unterwegs sind. Und die sitzen dann einfach da barfuß, das ist, das geht gar nicht, das geht gar nicht, sorry, also, ne. Falls sich hier irgendjemand angesprochen fühlt, gut. So, einmal den zurück und Hauptschalter raus. So, einmal durch die Neutral Section. Was ist das hier? Achso, das war einfach nur komisch im Strommast drin. Aber dann können wir den Hauptschalter wieder reinpacken. So, warten wir mal, bis die Fahrmotorlüfter anspringen. So, das ist jetzt der Fall und jetzt können wir wieder Leistung aufschalten. Ja,
Genau, also barfuß geht gar nicht. Und was auch überhaupt gar nicht geht, das gilt für Leute, die Socken haben, wie auch für Leute, die keine Socken dann haben. Das gilt aber auch für Leute, die ihre Schuhe anhaben. Füße auf den Sitzen geht gar nicht. Absolutes No-Go. Also wenn ich das sehe, da wird mir speiübel im Zug, wenn ich sehe, wie irgendjemand seine Füße auf dem Sitz hat. Mit Schuhen sowieso, die Menschen sind einfach schlecht erzogen. Aber auch die dann keine Schuhe anhaben, ich finde, das ist immer noch keine Rechtfertigung, anderen Menschen in das visuelle Feld anderer Menschen einfach so einzudringen. Total übergriffig. Und denen das anzutun, dass die sich die ganze Zeit die Füße von einem angucken müssen. Ach, nee, also da muss ich wirklich sagen, das geht gar nicht. Lasst es bitte. Das ist einfach ekelhaft. Und das Schlimme ist ja, wenn das dann passiert und man ist selbst dann in einem Fernverkehrszug und weiß, okay, ich werde jetzt die nächsten, weiß nicht, 3 bis 4 Stunden hier noch sitzen. Und wenn es ganz hart auf hart läuft, ist diese Person, vor der ich mich ekel, auch noch 3 bis 4 Stunden in diesem Zug. Und dann, finde ich, wird dann auf einmal so eine entspannte Zugfahrt, zieht sich dann in die Länge. Und zwar sehr stark in die Länge. Und egal, wie sehr man sich ablenkt mit Podcasts oder Musik oder was weiß ich, von Lesen oder so, man ist gedanklich doch immer wieder bei diesen Füßen. Insofern, don't. Just don't. Im Zweifel, wenn man sich nicht sicher ist, ich glaube, das könnten wir jetzt zum Schluss der Fahrt so als Regel festhalten, im Zweifel, wenn man sich nicht sicher ist, einfach die Schuhe anlassen. Ich glaube, darauf können wir uns alle verständigen. So, dann mal wieder zurück zum Geschehen hier auf den Gleisen. Das bestätigen wir natürlich, Ankündigung auf 80 und wir sind jetzt auch schon in Riesa, hinter der Brücke sind wir dann auch schon da. Schön, wie diese Abendstimmung sich hier langsam reingelegt hat. Atmosphärisch wirklich sehr toll. Ankündigung auf 20. Okay, die 20 gelten. Jetzt haben wir unnötig langsam reingebremst. Die 20 gelten, glaube ich, erst hinterm Bahnsteig, oder? So, 500 Hertz Magnet ist aktiv. Und mit einer Verspätung von 2 Minuten, 3, fahren wir hier ein auf den Bahnsteig von Riesa und haben dann die Fahrt hinter uns. Mal angehalten, Türen auf und damit verabschiede ich mich von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao. Und zieht eure Schuhe nicht aus.